Sei gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen unter zu, denn es ist endlich wieder soweit für Irregular Waldes. Und mittlerweile haben wir einen ziemlich guten Rhythmus bekommen, muss ich sagen. Ich war lange nicht mehr so aktiv wie aktuell mit den Irregular oder vielleicht bald sogar wieder Weekly Waldes Folgen. Das ist mir auch besonders wichtig gewesen, weil das eigentlich immer Folgen waren oder eine Möglichkeit war, mit euch in besonderem Maße in Kontakt zu treten, euch ein bisschen abseits der Let's Plays Informationen zu geben. Und einfach über Dinge zu reden, die mir Spaß machen, ohne dafür den Rahmen eines Let's Plays haben zu müssen. Ich hatte ja schon angekündigt, was das jetzt für eine Folge wird. Und zwar habe ich noch 4 Unboxings, ja tatsächlich 4 Unboxings von Collector's Editions nicht hochgeladen, die ich allerdings schon aufgenommen hatte. Das Ganze war gedacht als Folge 101 und 102 von Weekly Waldes. Das ist jetzt tatsächlich nicht so eingetreten wie gedacht, soll der Sache aber keinen Abbruch tun. Das heißt, im Folgenden seht ihr eben halt diese beiden Videos, die ich damals aufgenommen hatte, bestehend aus einmal 3 Unboxings und einmal einem. Eine kleine Reise in die Vergangenheit also, und ich möchte gerade deswegen, dass ihr euch nochmal in Erinnerung ruft oder daran denkt, wenn ihr diese Ausschnitte, die ich jetzt hier an dieses Video ranschneiden werde, seht, dann alles, was dort an Zahlen, Daten, Fakten etc. pp. Genannt wird, ist natürlich outdated. Und hat nichts mit der aktuellen Zeit zu tun. Wir befinden uns ja jetzt schon fast im März 2024. Insofern viel Spaß trotzdem bei den Videos und wir sehen uns bei einer nächsten Folge. Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es ist endlich wieder soweit mit Irregular Waldes. Folge 101 soll in vielerlei Hinsicht auch ein absolutes Novum darstellen. Denn das soll eine Unboxing-Folge sein, einer Collector's Edition. Aber nicht nur einer Collector's Edition, auch nicht von 2 Collector's Editions, sondern direkt von 3 Collector's Editions. Wie ihr wisst, bin ich ein leidenschaftlicher Sammler von Collector's Editions, vor allen Dingen von Spielen, die mir irgendwie ja richtig was geben, beziehungsweise auf die ich lange hingefiebert habe. Der Hintergrund lässt da so ein bisschen drauf schließen irgendwie. Ich habe mittlerweile so viel Zeug und Statuen und Figuren und weiß, dass ich nicht alles von Collector's Editions angehäuft, dass ich im Grunde umziehen müsste, was ich auch tue nächstes Jahr, by the way. Aber dazu in einem anderen Weekly Waldes nochmal mehr. Und deswegen, ja, hauen wir jetzt 3 Collector's Editions in ein Video, weil ich denke, dass sich das sonst zu lange hinzieht und ich will sie jetzt halt auch wirklich endlich mal auspacken. Ich habe die extra gesammelt für diesen Moment. Mir war klar, dass ich sowieso noch nicht dazu kommen werde, die Spiele dazu zu spielen. Insofern war das jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich muss die Pappkartons jetzt eigentlich endlich mal wegwerfen. Und deswegen werden wir jetzt, wie gesagt, mit den 3 Collector's Editions loslegen. Wie ihr wisst, sind meine Unboxings jetzt nicht wirklich professionell gestaltet. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, euch die Inhalte gut zu vermitteln und bin mal gespannt, wie ihr auf die 3 Collector's Editions reagiert, beziehungsweise was so eure Rangfolge ist, welche ihr am besten, welche ihr am schlechtesten findet. Da können wir aber am Ende ja noch einmal drüber reden. Die erste Collector's Edition, die ich auspacken will, ist eine, die ich von eBay ersteigern musste. Und zwar habe ich es leider nicht geschafft, die Box vorzubestellen, was mich ziemlich... Also es hat meinen Kopf zerfickt eigentlich, dass ich das nicht geschafft habe, weil ich da sonst in der letzten Zeit eigentlich recht gut drin war, das eben doch zu schaffen und die Collector's Editions so auch immer zu einem Preis bekommen konnte, der angemessen ist, weil wie ihr alle wisst, Scalper sind eigentlich so ziemlich das Schlimmste für mich, ich hasse die wie die Pest und habe ja auch deswegen dieses Reverse Scalping Ding mit der God of War Ragnarok Collector's Edition gemacht, die übrigens immer noch in meinem Besitz ist. Wer sie also haben will, kann sie immer noch für 150 Euro haben. Das ist mittlerweile aber ein Preis, zu dem man die normal kriegt ungefähr. Also ich habe die bei eBay bei ungefähr zwischen 150 und 200 gesehen. Wer sie haben will, kann sie gerne immer noch von mir kaufen. Ansonsten versteigere ich sie halt selbst auf eBay. Mal gucken. Aber es wäre schön, wenn die jemand bekommen könnte, von dem ich weiß, dass er die zu schätzen weiß. Diese Box habe ich auf eBay ersteigert. Aber ich habe da mit einem Verkäufer Kontakt aufgenommen. Zu dem ich auch mal unten in der Videobeschreibung seinen Shop reinstellen will, also sein eBay-Profil einfach, wo ihr seine Angebote vielleicht verfolgen könnt, vielleicht ist was Interessantes für euch dabei, weil der Typ einfach super korrekt war. Warum war er super korrekt? Scalper
sichern sich ja immer mehrere Collectors Editions, gerade auch bei Sachen, die wirklich so stark limitiert sind, und das sind Collectors Editions in der Regel ja, und verkaufen sie zu einem horrenden Preis weiter. Manchmal das Doppelte, bis zu das Doppelte sogar, teilweise auch das Dreifache, das kommt drauf an, wie viel es von der Collectors Edition gab, beziehungsweise wie stark sie nachgefragt ist. Bei dem Spiel, um das es jetzt ging, war das wohl am Anfang recht schwierig. Vielleicht haben sie auch nicht genügend produziert, das mag auch sein. Und so kostete die irgendwie statt, ich glaube, 250 oder 300 Euro, 500 Euro aufwärts. So, da war ich nicht bereit, das zu zahlen. Einmal, weil ich das dann zu viel fand, und zum Zweiten, weil ich auch nicht will, dass ein Scalper davon profitiert, von mir. Deswegen habe ich diesen Verkäufer einfach mal ganz nett angeschrieben, habe erklärt, wer ich bin, und habe klar gemacht, dass ich niemand bin, der das jetzt weiterverkaufen will, sondern wirklich ein leidenschaftlicher Sammler, der seit wer weiß wie vielen Jahren, eigentlich mein halbes Leben und länger, Games sammelt und, wie ihr seht, sie auch hegt und pflegt und zu schätzen weiß und auch in der Wohnung ausstellt. Und habe einfach mal gehofft, dass ich diese emotionale, wenn ich diese Wahrheit sage, die emotionale Geschichte erzähle, dass da vielleicht, dass ich jemanden erreichen kann, der mir das zu einem angemessenen Preis verkaufen könnte. Und das war tatsächlich auch so. Der Verkäufer sah das ähnlich wie ich, dass Scalper scheiße sind und dass er die Box dann zwischendurch irgendwie auch geschenkt bekommen hatte, deswegen seine loswerden konnte. Und er hat mir die dann zu einem extrem guten Preis verkauft. Mit extrem gut meine ich, er hat da irgendwie nur 10 oder 20 Euro dran verdient. Und das finde ich total fair, total super. Auch, dass man sich so menschlich miteinander verständigen konnte. Deswegen liebe Grüße an dich, falls du das Video vielleicht durch irgendeinen Zufall sehen solltest. Das war wirklich ganz toll und hat mir auch so ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurückgegeben, weil diese Scalper, das ist einfach nur eine Plage mittlerweile. Und die nehmen Leuten, die die wirklich für sich haben wollen, die Möglichkeit, sie zu einem vernünftigen Preis zu kriegen. Und das ist teilweise dann so absurd einfach nur noch, dass man diese Preise auch nicht bezahlen kann. Also würde niemandem raten, jemals diese Scalper-Preise zu bezahlen. Nur wenn es sich absolut nicht mehr ändern lässt, und dann würde ich lieber in den sauren Apfel beißen und warten. Abwarten. Denn wie ihr sehen könnt, ich habe das ja gerade an dem Beispiel festgemacht, die God of War Ragnarök Collector's Edition kriegt ihr jetzt auch immer noch zu einem sehr humanen Preis. Das heißt, hätte ich mir das Spiel damals zum Release nicht unbedingt kaufen müssen, weil ich es halt direkt spielen wollte, hätte ich die jetzt auch noch gekriegt. Und es war richtig cool. Und das gilt wahrscheinlich für viele Collector's Editions. Klar, nicht immer. Aber ich würde es dann lieber so machen. So, jetzt habe ich schon 5 Minuten gequatscht, oder 6 Minuten sogar schon. Fangen wir doch endlich mal mit dem Unboxing an. Das Spiel, um das es hier geht, ist ein Spiel, was ich auch auf meiner Das kommt dieses Jahr Let's Play Videoliste geschrieben habe. Bisher kam es noch nicht dazu. Ich bin mir auch tatsächlich nicht mehr ganz sicher, ob wir das Spiel dieses Jahr noch spielen, weil das Jahr dann doch irgendwie schneller rum war, als ich dachte, und Diablo 4 und Hogwarts Legacy auch ein bisschen länger sind, als ich dachte. Gucken wir mal, was noch passiert. Auf jeden Fall ist es dieser Karton hier. Das Ding ist recht groß, weil da auch eine große Figur drin ist. Ne? Jetzt mal einfach so hier im Größenvergleich. Und die Rede ist von, ich glaube, das Spiel war separat eingepackt, was ganz praktisch ist. Die Rede ist von Final Fantasy 16. Ein JRPG der wahrscheinlich bekanntesten Marke dieser Spiele aus Japan. Auf das ich mich sehr gefreut habe, weil es eine Art von geerdeterer Fantasy zu sein scheint, die Square Enix uns da kredenzt hat. Und die Demo, die ich gespielt habe, war extrem gut. Ich glaube, ich habe selten eine Demo eines Spiels gespielt, die so gut auf das Endprodukt, beziehungsweise so viel Bock auf das Endprodukt machte, wie Final Fantasy 16. Das Ganze ist irgendwie so eine Mischung aus Game of Thrones und alten Final Fantasy Teilen vermischt für eine ernste, geerdete Fantasy-Geschichte, die da erzählt wird. Mit verschiedenen Intrigen und Königreichen, die da irgendwie Einfluss nehmen noch drauf auf die Hauptcharaktere. Und das gefällt mir ja grundsätzlich immer sehr gut. Das Spiel scheint auch ganz gut geworden zu sein. Zumindest ist das so der allgemeine Tenor. Und deswegen, ja, also ich würde mich freuen, wenn wir das dieses Jahr noch spielen. Ich muss mal gucken, ob das zeittechnisch halt hinhaut. Was natürlich auch immer dabei ist, ist ein Steelbook. Hier sehen wir einmal die 16 als Applikation so ein bisschen drauf, als Hologramm, und den Hauptcharakter des Spiels, der hier auch zu sehen ist. Das ist die Rückseite, das ist wahrscheinlich ein
Schwert oder sowas oder ein Speer, eins von beiden wird es sein. Und hier in der Innenseite sehen wir einen der, ich meine, sie heißen Esper im Spiel. Diese Beschwörungen halt. Das ist der Ifrit, der Feuer-Esper. Ich meine, sie hießen Esper, ja. Manchmal heißen sie auch irgendwie anders in den Final Fantasy Spielen, aber in dem Fall sind es Esper. Das war jetzt natürlich nicht alles, was in der Collector's Edition drin ist. Das Herzstück ist mit Sicherheit die Box und der Inhalt der Box. Also klar, das Spiel ist auch sehr wichtig. Eigentlich ist es das Wichtigste, was erzähle ich da. Aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt holen wir mal die Box raus. Die auch ziemlich groß ist, wie ihr sehen könnt. Das hier schmeißen wir weg. Wobei, hier sind noch so Wall-Banners mit drin. Und so einer kleinen Papphülle. Die können wir uns ja auch nochmal eben anschauen. Ich weiß nicht genau, was ich hier zu erwarten habe. Ah ja, okay. Das ist ganz witzig. Wie gesagt, es gibt in dem Spiel verschiedene Königreiche, die man auch kennenlernen wird. Und das sind hier so Banner der Königreiche einfach. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Das ist irgendwie so Barbarenkönigreich oder sowas. Dann haben wir die. Ich kenne die Namen gerade alle nicht. Aber das ist, glaube ich, auch nicht relevant für euch. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich mit diesen Warbanners machen würde, will, wie auch immer. Aber ich finde es jetzt nicht verkehrt, dass es mit dabei ist. Also, es tut mir nicht weh, sagen wir mal so. Packen wir sie erstmal wieder gut ein. Generell hat man natürlich auch immer mal wieder so ein bisschen Aussatz bei Collector's Editions. Also so Zeug, was da drin ist, was man halt irgendwie dann doch nur in der Box lässt. Und damit nie was macht. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja irgendwann mal was wert. Man weiß es nicht. So, dann haben wir hier diese riesige Box. Da wir hier keine, also normalerweise ist auf der Box der Collector's Edition hinten immer drauf, was ist überhaupt alles in der Collector's Edition enthalten. Das ist hier jetzt nicht. Deswegen blende ich euch das, glaube ich, einmal ganz kurz ein. Sodass ihr sehen könnt, was euch noch erwartet. Grundsätzlich ist das hier, das, warum ich mir Collector's Editions eigentlich immer hole. Ich liebe halt diese Figuren grundsätzlich, die in Collector's Editions drin sind. Also ich habe schon fast sowas wie so eine Figurengalerie, würde ich jetzt es fast schon nennen. Jetzt mache ich einmal das Bild ein bisschen runter, damit ihr das vielleicht besser sehen könnt. Also das ist die Box. Vorne steht Final Fantasy 16 drauf. Wir sehen einen der Esper hier vorne. Ich weiß gar nicht, wer genau das ist. Ich glaube, das ist Bahamut. Bin mir nicht sicher. Hier haben wir dann noch Shiva. Und ich glaube Phönix oder so. Hinten ist halt nichts drauf. Und an der Seite sind auch nochmal zwei. Einer davon ist, glaube ich, Odin. Auch da bin ich mir nicht so richtig sicher. Wie gesagt, ich habe jetzt ja nur die Demo gespielt und ich weiß nicht, welches alle gibt oder wie die alle heißen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die verdammt cool aussehen. Und dass das Ganze mega effektvoll gestaltet ist. Also die Umsetzung mit so vielen Cutscenes und so weiter und so fort. Das haben sie richtig gut gemacht. Und auch so, dass man fast schon das Gefühl hat, das ist ein Kinofilm von der Präsentation her. Von den Kosten eines AAA-Spiels kommt das ja sogar hin. Also die stecken mittlerweile so viel Geld da rein wie in größere Kinofilmproduktionen. Und das soll schon was heißen, wenn ihr mal guckt, wie viele Leute an so einem Kinofilm mitarbeiten. Das ist schon absurd. Ah, das ist sogar noch an zwei weiteren Seiten hier befestigt. Das machen wir jetzt einmal ganz vorsichtig auf. Entschuldigt übrigens, dass die Cam immer mal so ein bisschen shaked hier. Das liegt daran, dass die nur an meinen Laptop befestigt ist und der Laptop auf so Standfüßen steht, damit er nicht überhitzt. Das ist immer so ein ganz großes Problem gewesen und deswegen wackelt es manchmal so ein bisschen. So, wenn wir jetzt hier reingucken, dann seht ihr hier noch so ein Design vom Spiel. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch so das Hauptwallpaper, was man vom Spiel kennt, mit dem Hauptcharakter. Das können wir so rausziehen hier. Das ist ganz gut gemacht. Wir haben also einmal diese Box hier. Ein bisschen schmalere Box. Muss mal gucken, was da drin ist. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht tatsächlich, aber ihr habt ja schon die Inhalte gesehen, die da drin sein sollen. Da gucken wir uns jetzt einmal hier diese kleine Box noch mit an, aber es ist recht schön gemacht. Es glänzt auch so ein bisschen, wenn ihr mal guckt, wenn man das mal so ein bisschen so. Hätte hässlicher sein können, sagen wir es mal so. Das hat meine Mutter übrigens auch gesagt, als ich zur Welt gekommen bin.
So, was haben... Das sieht natürlich sehr nice aus, ne? Also. Erstmal, was ein bisschen verwunderlich ist. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wir haben tatsächlich noch ein Steelbook. Auch wieder mit dem Hauptcharakter des Spiels. Und wenn man so ein bisschen mit den Fingern rüberfährt, das ist so ein bisschen erhaben. Also es ist auch so eine Art Applikation. Hinten sehen wir das Logo des Spiels mit zwei in der S-Bar, die dabei sind. Und wenn wir das hier aufmachen, dann haben wir hier einmal an der Seite drin, was steht hier? Attention, attention. Eine Tanne, eine Tanne. Ich übersetze das jetzt einmal ein bisschen. Bla 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 bla. Das ist, glaube ich, nur so eine Art oder eine Warnung, dass man nicht glauben soll, dass das Spiel echt ist. Keine Ahnung. Ja. Das ist cool, dass ich zwei Steelbooks habe, weil dann kann ich mich immer mal wieder umentscheiden, wo ich das Spiel jetzt reinstecken will. Cool. So, was haben wir hier noch drin? Erstmal den Müll wieder wegschmeißen. Wir haben eine Stoffkarte der Spielwelt. Sowas finde ich auch immer sehr nice. Ich meine, in den meisten Spielen gibt es ja auch eine Karte, aber wenn man die irgendwie separat nochmal hat, manchmal sind die ja sogar so hübsch, dass man sie auch gut, wie heißt das, dass man sie auch aufhängen würde. Das ist eine Stoffkarte der Spielwelt. Ich hoffe, man hat das jetzt einigermaßen gut gesehen. Die Spielwelt ist jetzt keine klassische Open World, wie man sie aus anderen Final Fantasy Teilen kennt. Zum Beispiel Final Fantasy 15, da war es ja eine Open World. Es ist, glaube ich, so eine Art Semi-Open World. Also es gibt so größere Gebiete wohl, es gibt aber auch schlauchartige Gebiete. Es ist teilweise sehr linear. Aber es gibt halt auch Gebiete, wo man ein bisschen was erkunden kann. Und ja, soll aber wohl ganz gut geworden sein. Und das Spiel bietet trotzdem genügend Inhalte. Die ist, hat eine gute Stoffqualität, also es ist halt Stoff, keine Ahnung was genau für einer, fühlt sich aber gut an. Riecht jetzt auch nicht schlecht, also ich hatte das auch schon in anderen Collector's Editions mal, dass halt die Inhalte so sehr chemisch gestunken haben und sowas. Aber die hier, die riecht ganz gut. Insofern eine nette kleine Dreingabe, kann man sich wie gesagt entweder irgendwo noch aufhängen oder man sagt, man holt die halt auch mal raus, um zu gucken, weiß nicht, die Größenordnung der Spielwelt so ein bisschen einschätzen zu können. Aber da das Spiel sowieso eine Weltkarte in-game bietet, die ich dann, wenn ich das spiele, eher nutzen würde, muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich mal eine Wand frei oder sowas, wo ich die dann aufhängen kann. Was ich sehr schön finde, sind diese Pins hier aus Metall. Das reflektiert jetzt leider so ein bisschen, aber diese Pins symbolisieren die Esper, die man im Spiel hat. Mach die mal auf. So, das ist sehr schön gemacht auf jeden Fall. Die glänzen auch. Und wenn wir sie jetzt mal hier aus der Hülle nehmen. Also es sind wie gesagt so ganz klassische Pins, wie man sie kennt, wie man sie irgendwo ranmachen kann. Ja, das wäre jetzt einer der Pins hier und das ist, da kommt es dann rein. Das hier ist jetzt, glaube ich, kann ich gar nicht so richtig sagen, welcher Esper das sein soll. Das ist für mich nicht so leicht zu erkennen. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch verschiedene. Also hier, das dürfte Phönix sein. Das ist Shiva. Titan. Da haben wir den, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Früher war das immer Valfaris, der Luft. Hier haben wir Ifrit. Das könnte Bahamut sein, bin mir nicht sicher. Odin ist damit bei, also ich mache sie mal ein bisschen näher ran. Mal gucken, ob ich hier vielleicht... So erkennt man sie, glaube ich, ganz gut. Machen wir nochmal den 8. dran. Damit ihr den auch nochmal anständig sieht. Ich will hier niemanden unterrepräsentieren. Nicht, dass ich dann irgendwelche Beschwerdemails von der Fanbase kriege oder so, das wollen wir nicht. Ist auch ein bisschen mit Farbe gearbeitet worden und so. Also, die sehen schon echt ganz cool aus. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo ich die ranmache. Da bin ich mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher gerade, wo ich die ranmache. Aber ich finde sie sehr schön gearbeitet. Und sie sind generell schön. Cool. So, das war aber noch nicht alles. In der Collector's Edition haben wir noch etwas. Etwas,
noch bedeutend Größeres. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Wenn wir das denn hier rauskriegen. Es kommt so langsam, ganz langsam. Und zwar ist das die Statue des Spiels, von der ich eben gesprochen habe. Final Fantasy 16, Phönix gegen Ifrit. Kann man jetzt gerade wenig erkennen, ich weiß, aber keine Sorge. Ich mach das gleich. Erstmal müssen wir das Ganze öffnen. Ich kann ja mal nochmal erklären, was dieses Phönix vs. Ifrit überhaupt zu bedeuten hat. Also, es ist folgendermaßen. Wir haben im Spiel eigentlich, also ein Königshaus, sage ich jetzt mal, ein Adelsgeschlecht. Der Protagonist des Spiels gehört dazu. Und er hat einen Bruder. Und der Bruder ist eigentlich sozusagen der derjenige in diesem Adelsgeschlecht, der in der Lage ist, Kontakt mit einem der Esper aufzunehmen, so nenne ich das jetzt mal, und zwar mit dem Esper Phönix. Aber durch gewisse Umstände kommt es dann dazu, dass auch der andere Bruder einen der Esper in sich aufnehmen kann. Ich formuliere das jetzt einfach mal so. Und das führt dann dazu, dass da gewisse Konflikte geschehen, ausgetragen werden, relativ zu Beginn des Spiels. Und deswegen gibt es diese Figur, die quasi stellvertretend dafür stehen soll, für diesen Kampf, ein Bruder gegen den anderen oder ein Esper gegen den anderen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich noch brauchen werde, um das aufzukriegen. Vielleicht ja nicht ganz so lange, wie ich befürchte. Nee, es geht tatsächlich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Bevor wir die nächste Collector's Edition aufmachen, muss ich hier übrigens einmal eben den Müll wegstellen. So. Da sehen wir die Figur. Ich halte die jetzt mal so ins Bild. Wir sehen hier einmal den Esper Ifrit des Feuers, der gegen den Esper Phönix kämpft. Und Phönix ist, ne, wie es in der Mythologie so ist, ein Phönix. Ein feuriger Vogel, der allerdings auch für Feuer steht. Wir haben hier also zwei Esper, die für Feuer stehen und sich gegenseitig bekriegen. Da haben wir unten noch so einen Sockel, der auch so ein bisschen mal die Größe der beiden darstellen soll, weil das ist schon, also das ist jetzt kein riesiges Gebirge, aber das ist schon so ein Berggipfel, ne? Und die beiden sind halt gigantisch groß. Wie groß die Figur jetzt genau ist, weiß ich nicht. Dafür müsste ich gleich mal einen Zollstock holen. Oder ich schreibe es irgendwo in die Seite hier. Aber sie ist auf jeden Fall cool gestaltet. Ja, sie ist auch so ein bisschen beweglich, also das könnt ihr sehen, das ist jetzt nicht irgendwie Stein oder so. Ich weiß gar nicht, was für ein Material das wohl ist. Aber man sieht auch viele kleine Details. Ich halte das nochmal so ein bisschen rein. Ist auf jeden Fall schon cool gemacht. Sieht man sogar die Augen? Man sieht die Augen so ein bisschen tatsächlich. Macht auf jeden Fall was her, also gefällt mir gut. Ist dann das Herzstück dieser Collector's Edition, wie gesagt. Und das, was mich so neben dem Spiel am meisten immer interessiert. Und dann gibt es halt noch so viele kleine nette Beigaben, die dann dazukommen. So, dann werde ich einmal eben kurz ein bisschen was aufräumen. So, jetzt kann ich mich wenigstens mal wieder ein bisschen rühren hier. Und deswegen werden wir jetzt auch mit der zweiten Collector's Edition weitermachen. Die zweite Collector's Edition ist von einem Spiel, was schon vor Ewigkeiten angekündigt wurde. Und der Grund ist, warum ein anderes Spiel, was ich eigentlich lange herbeisehne, immer noch nicht erschienen ist, was mich so ein bisschen nervt. Aber mein Gott, das Spiel scheint auch ganz gut geworden zu sein, obwohl einige Erwartungen nicht übertroffen oder getroffen wurden. Was aber wohl daran lag, dass der Entwickler des Spiels so ein bisschen schwammige Aussagen getroffen hat zu bestimmten Aspekten des Spiels, die sich dann als nicht als Lüge herausgestellt haben, aber als kleine Enttäuschung. Die Rede ist von Körperklaus, nein, Starfield. Die Starfield Collector's Edition oder wie sie hier heißt, Constellation Edition. Übrigens bedeutend kleiner als die Final Fantasy Collector's Edition, was ihr ja gerade schon an der Größenordnung erkennt. Schauen wir uns doch mal an, was in diesem Baby drin ist.
Hier sehen wir tatsächlich den Table of Contents, die Inhalte. Kriege ich das jetzt mal so gedreht, dass es einigermaßen gerade ist. Da werden wir also jetzt so ein bisschen was auspacken. Grundsätzlich ist die Box unspektakulär aufgemacht. Also es gibt einige Boxen, die würde ich mir so hinstellen. Die würde ich mir auch hinstellen, aber eher so dahinter. Hinter den anderen Boxen, wenn ich jetzt so platztechnisch Probleme bekommen würde. Ansonsten ist die Box so ein bisschen so aufgemacht, als wäre sie tatsächlich aus der Zeit, aus der Starfield kommt. Wir haben hier so Lifepack Interlink mit so verschiedenen Icons, die wahrscheinlich dann irgendwie auf gewisse Applications hinweisen sollen oder so. Hier steht Chronomark, also ganz, ganz witzig, aber ist jetzt nicht irgendwie super aufwendig gemacht. Das ist einfache Pappe, wie man sie zuhauf kennt. Ja, und dann haben wir hier drin halt noch eine Box und da werden dann wahrscheinlich die Inhalte drin sein. Das machen wir jetzt einmal auf. Dann gucken wir. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that man has measured it. Ich meine, sie haben ja gesagt, man kann 1000 Planeten erkunden. Kann man auch, aber will man nicht. Sagen wir es mal so. So, wir haben in der Collector's Edition jetzt zuerst einmal die Starfield Premium Edition drin, die mit einem Steelbook daherkommt. Wir haben hier das ganz einfache Starfield-Logo. Und das Ganze glitzert natürlich sehr schön. Und hier steht nochmal eben auf der Rückseite die, kann man das sehen? Kann man das lesen? So ein bisschen. Da steht halt das Zitat, was ich eben vorgelesen habe. Und wenn man das aufmacht, hat man da wahrscheinlich das Spiel drin. Wobei hier sind erstmal so ein paar Premium-Download-Codes, die ich euch nicht zeige, weil es gibt... Also, eigentlich nicht bei euch, aber es gibt auch böse Menschen auf der Welt. Und die sagen dann hier von wegen, ja, kaufen wir den Code doch. Wir haben den kurz gesehen, das reicht dann ja. Das Spiel ist, glaube ich, tatsächlich hier drauf. Was steht hier denn? Constellation Edition enthält einen Steam-Spielcode. Den ich euch natürlich gerade gezeigt habe. Aber wenn das Video ausgestrahlt wird, ist der schon eingelöst. Probiert es also gar nicht. Das ist witzig, dass es auf so einem Ding drauf ist. Soll das so eine Art Mikrochip bedeuten? Oder ich nehme mal schon an, ne? Was steht dazu hinten hier auf der Box? Digitaler Spieldownload, ja. Also das ist unser digitaler Spieldownload. Kann man den noch irgendwie praktisch nutzen oder ist das einfach jetzt so ein Ding? Kann ich nicht einschätzen. Ist aber irgendwie ganz witzig. Also es ist jetzt besser, als wenn da nur so eine komische so eine Pappanleitung oder sowas drin wäre. Wo halt im Grunde nichts draufsteht. Hier übrigens im Inneren ansonsten nochmal ein kleines Artwork von einem Raumschiff im Spiel. Also das ist ja im Prinzip ein Science-Fiction Skyrim. Ne, es ist die berühmt-berüchtigte Bethesda-Formel, die in dem Spiel auch wieder Einzug hält, die man an allen Ecken und Enden merkt. Und mehr als das ist es halt auch nicht. Es ist Skyrim im Weltall und es ist, was die Exploration angeht, also dieses Erkunden von verschiedenen Planeten und so, ist es wohl nicht so spannend, wie es angepriesen wurde, weil man kann tatsächlich so, wenn man auf einem Planet landet, den nicht einfach umrunden und dann komplett frei erkunden, sondern immer nur so größere Abschnitte. Dann gibt es unsichtbare Wände. Dann kann man wohl zwar irgendwie eine Landeplattform bauen, dann den Planeten verlassen und da wieder hinfliegen und dann ist dieses Gebiet erweitert worden. Aber ihr könnt jetzt nicht einfach einmal um den Planeten rumlaufen, egal wie klein er ist. Und das finde ich ein bisschen schwierig, wenn man es anteasert mit, ihr könnt 1000 Planeten frei erkunden. Noch dazu scheinen die meisten Planeten wohl unbewohnt und leer zu sein. Und der Grund, warum man da erkunden sollte, nicht so wirklich gegeben ist. Und das ist halt die zweite traurige Sache dann. Ansonsten scheint es eine coole Art von Sci-Fi Skyrim zu sein. Mehr als das aber auch nicht. Also müssen wir wahrscheinlich auf Elder Scrolls 6 warten, bis diese Formel... Da wäre gerade fast mein Studiolicht umgeflogen. Bis diese Formel langsam mal so einigermaßen erweitert wird. Ja, und das zweite, was wir in dieser Box haben, ist ein ziemlich massiver Karton. Property of Constellation contains Chronomark Lifepack Interlink LPV 6.0.
Und da muss man sagen, das ist schon richtig cool aufgemacht, weil das ist ein Koffer. Und der ist auch massiv. Jetzt müssen wir den erstmal aus seinem Gefängnis hier befreien. Ja, dann haben wir hier die Front. Pull steht hier auch, Rotate. So, dann können wir das hier pullen. Dann geht es auf. Ah, wie cool ist das denn? Guck mal, man muss es pullen und dann muss man das noch so rotaten, damit man es halt entriegelt. Und dann haben wir hier eine Bluetooth Smartwatch. Erstmal hier noch so ein Patch, den man sich irgendwo drauf nähen kann oder so. Wahrscheinlich von dieser Constellation Vereinigung da, die es da im Spiel gibt. Welcome to Constellation. Lustig. Hier ist ein QR-Code drin. Den zeige ich euch jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob das für alle gedacht ist oder nur für mich. Und diesen QR-Code kann man offensichtlich nutzen, um bestimmte Inhalte zu aktivieren. Dann haben wir hier wahrscheinlich die Ladestation der Smartwatch. Das Ladekabel der Smartwatch. So kleine Stifte, um die wahrscheinlich irgendwie zu öffnen oder so. Ja, und dann haben wir hier die Smartwatch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die genau können wird. Aber hier steht halt drauf, Chronomark etc. pp. Hier ist sogar noch so ein Ersatzband mit drin, so ein Stoffband. Das andere hier ist irgendwie, das ist kein Stoff. Das ist Stoff, also falls man das lieber mag. Und ich bin eigentlich nicht so der Uhrenträger. Aber wenn das jetzt tatsächlich eine Smartwatch ist, die auch ein bisschen was kann, und ich sie hier dabei habe, warum sollte ich sie dann nicht auch nutzen? Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dem Spiel kompatibel ist oder man damit irgendwas machen kann im Spiel. Ich werde das ja herausfinden. Man kann hier auf jeden Fall ein paar, also hier sind vier Knöpfe, kann man ein bisschen mit rumspielen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das eine Smartwatch ist, die jetzt nur Gimmick ist, ob das eine Smartwatch ist, die wirklich funktioniert für echte Sachen oder ob das eine Smartwatch ist, die mit dem Spiel funktioniert. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das steht hier auch nicht drauf. Starfield Chronomark Uhr, mehr steht da nicht. Je nachdem, was es ist, ist das, also es ist in jedem Fall cool, aber es würde sich entscheiden, ob das super mega Affen geil cool ist oder einfach nur cool. Wir werden es sehen, ich kann ja davon berichten vielleicht. Ist mit Sicherheit interessant, also ich werde die mal ausprobieren und dann werde ich euch einfach Bescheid sagen. Jetzt erstmal werde ich sie hier wieder reinmachen. Ja, das war dann die Starfield Collector's Edition. Aber das ist ja nicht die letzte Collector's Edition, ne? Ich finde diesen Koffer witzig. Ich glaube, wenn ich das Innenleben mal gucke, ob ich das so ein bisschen rausnehme, dann können wir hier tatsächlich, kann ich da wichtige Sachen reinmachen. Finde ich cool. Ja. Spiel, das Ding, ist doch ganz nett. Ansonsten ist nichts mehr drin. So, ich packe das jetzt erstmal hier zusammen und dann sage ich gleich Bescheid, wenn ich wieder genügend Platz für die nächste Collector's Edition habe. So, ich bin bereit für die dritte Collector's Edition und die letzte dieses Videos. Save the best for last, heißt es ja. Und so ist es in dem Fall auch. Ich bin super froh, dass ich die Collector's Edition mir sichern konnte. Und zwar schon letztes Jahr, glaube ich, als sie in den Vorverkauf ging. Beziehungsweise als man sie pre-ordern konnte. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mega Bock auf das Spiel. Es scheint somit das beste Rollenspiel zu sein, was wir die letzten 10 Jahre auch gesehen haben. Und das in einer Zeit, in der halt auch The Witcher 3 existiert beispielsweise. Ist das schon super, super krass, was wir hier erleben dürfen. Aber wenn ich es einem Entwicklerstudio zugetraut habe, die Mammutaufgabe, die Baldur's Gate-Reihe fortzusetzen,
zutraue, dann waren es die Larian Studios. Sie haben bewiesen in der Vergangenheit, dass sie enorm gewachsen sind, dass ihr Know-how in dem Bereich enorm gewachsen ist. Und jetzt ist es auch soweit gewesen. Baldur's Gate 3 ist erschienen und scheint eine absolute Bombe geworden zu sein. Ich habe grundsätzlich auch super Bock auf das Spiel, aber ihr kennt mich. Ich bin unverbesserlich. Ich würde tatsächlich erst 1 und 2 auch Let's Playen wollen. Gerade weil ich die auch nie 100% auch abgeschlossen habe oder überhaupt durchgespielt habe. Und das würde ich halt einfach, um die Historie und die, ja, Schwere des Spiels zu verstehen, würde ich die gerne vorher spielen. Das heißt, wir können mit einem Baldur's Gate 3 Let's Play in 3-4 Jahren rechnen. Das Ding, was man dazu sagen muss, ist aber auch, dass das vielleicht gar nicht schlecht ist, weil bis dahin vielleicht weitere Inhalte dazugekommen sind oder Patches, eine Enhanced Edition, man weiß es nicht, die das Spiel noch besser machen. Man sieht das gerade ganz gut am Beispiel von Cyberpunk 2077, wo jetzt ja Phantom Liberty erschienen ist, was eine Erweiterung des Spiels ist mit neuen Inhalten, plus die 2.0 Patch-Version für Cyberpunk 2077, was das Spiel eigentlich erst zu dem macht, wie es immer von Anfang an sein sollte. Und hätte ich das Spiel damals zum Release Let's Played, dann wäre das, glaube ich, schlecht gewesen. Wenn ich es jetzt Let's Playen würde, mit allen Inhalten, mit allen Quality-of-Life-Verbesserungen, die dazugekommen sind, dann ist das besser. Also für mein Empfinden ist es gar nicht schlecht, wenn man bei so großen Projekten einfach mal ein bisschen abwartet, bevor man es spielt. Weil ich bin mittlerweile ein Typ, ich kann ein Spiel nur einmal durchspielen. Ich habe mittlerweile so viele Spiele hier rumfliegen, auch richtige Top-Granaten, die hier seit Jahren herumgammeln, die ich nie spielen konnte, weil ich mir die Zeit fehlt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dann noch ein so ein riesiges Spiel zweimal spiele, das haut einfach nicht hin. Und deswegen kann ich da nur sagen, manchmal ist es gar nicht schlecht, abzuwarten. Und deswegen ne, ein kleiner Wermutstropfen, dass wir es in der nächsten Zeit nicht Let's Playen werden, aber wir werden es irgendwann machen. Und dann vielleicht mit noch mehr Inhalten, mit noch mehr Verbesserungen. Und das Spiel ist ja jetzt schon grandios, aber dann wird es wahrscheinlich der absolute Wahnsinn. Alleine die Box aus dem Karton rauszukriegen war schon gewaltig. Also es ist eine Riesenbox, die richtig geil gestaltet ist. Wir sehen hier vorne einen der Gedankenschinder, die Hauptfeinde im Spiel. Hier an der Seite auch nochmal so eine Darstellung von einem Gedankenschinder. Auf der Rückseite ist, glaube ich, nur nochmal so ein Symbol eines Gedankenschinders und eines Drachens, die gegeneinander kämpfen, gegeneinander gerichtet sind. Und hier haben wir dann eine Abenteurergruppe. Wahrscheinlich auch die Charaktere, die wir im Spiel dann kennenlernen werden. So, das Ganze kann man abnehmen. Ist übrigens super schön gestaltet. Von den drei Collector's Editions, die wir jetzt gesehen haben, die von außen absolut hübscheste. Und preislich gesehen, aber gar nicht mal so viel teurer. Ich glaube, ich habe irgendwas um die 280 oder so bezahlt. Das finde ich geht eigentlich voll, wenn ich überlege, wie geil die aufgebaut ist. Dann sehen wir hier nochmal die ganzen, die ganze Aufmachung. Die ist hier unter der Umverpackung genauso, nur halt dunkler und so ein bisschen leuchtender, wenn halt Licht drauf scheint. Man kann es hier so ein bisschen erkennen. Also, die Box ist wahnsinnig schön. Also, das wäre so eine Box, die würde vor der Starfield Collector's Edition Box stehen. Hier oben sieht man dann nochmal das Logo des Spiels, by the way. Baldur's Gate 3. Und ich bin so gespannt, was dieses Studio, die Larian Studios, in Zukunft noch machen werden. Also, die sind jetzt mittlerweile so groß, die haben so einen Erfolg gehabt, die haben so viel Geld gescheffelt. Ich mag mir nicht ausmalen, was die in der Zukunft noch machen. Ob sie die Rollenspiele auf ein ganz neues Level heben. Wir werden es vielleicht miterleben, Freunde. Ich mache das jetzt mal so langsam aber sicher auf. Ich weiß nicht genau, wie das hier unter aufgemacht ist. Es ist so aufgemacht, okay. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier sehen. Erstmal mehr Müll. Hatten wir noch nicht genug von. So, dann kann man hier etwas rausnehmen. Das ist etwas ganz Dünnes hier. Steht Baldur's Gate drauf. Ist so ein bisschen wie ein Siegel hier hinten aufgemacht. Das finde ich auch sehr, sehr charmant. Ja, hier mein Zertifikat auf dickem Papier, dass diese Collector's Edition tatsächlich echt ist. Ich hatte so meine Zweifel, aber jetzt glaube ich, dass sie wirklich echt ist. Ich habe die Nummer 2073. Ich habe keine Ahnung, wie viele Collector's Editions es gibt.
Aber 2073 ist schon recht niedrig. Also ich war dann einer der Ersten, die das weltweit bestellt haben, offensichtlich. Wobei das halt auch für die Deutschen stehen könnte. Das weiß ich jetzt nicht genau. Was haben wir hier noch drin? Wir haben so... Das ist ja wirklich interessant gemacht. Wir haben hier... Charakterblöcke, wo Werte der Charaktere stehen, dann welche Skills sie haben, wahrscheinlich zum Start, welche Waffen sie haben, die Hitpoints, Death Saves, zu welcher Rasse sie gehören, dann kann man das sogar noch aufblättern. Und dann kann man hier noch Eintragungen vornehmen. Zum Beispiel, welche Zaubersprüche sie lernen und so weiter und so fort. Ich meine, das Ganze basiert ja auf dem Dungeons & Dragons Regelwerk. Und das ist halt nun mal Pen & Paper. Und hier, solche Charakterbögen hätte man dann halt, wenn man das Spiel, oder wenn man zum Beispiel Dungeons & Dragons selbst spielen würde. Super coole Idee, das mit einzubauen. Ich weiß jetzt nicht, wie praktisch das dann im Spiel ist, ob man die tatsächlich nutzt oder ob man die halt einfach nur aufbewahrt. Nehmen wir noch jemanden. Den hier habe ich schon mal gesehen. Der kam auf jeden Fall in manchen Videos schon vor, die ich irgendwie, oder in manchen Trailern, die ich gesehen habe. Shadowheart. Die Orken, die man auch schon gesehen hat. Also das Spiel ist wohl auch voll vertont, was ich wahnsinnig finde. Wenn man überlegt, wie viel Inhalt es wohl bieten soll. Ist voll vertont, aber halt auf Englisch. Aber das finde ich vollkommen okay. Geil. So, dann ist hier noch drin ein Stickerbogen mit Viechern, die wohl in dieser Welt vorkommen. Sehr süß auf jeden Fall. Hier sind auch noch mehr Sticker drin. Baldur's Gate und die Larian Studios. Dann haben wir hier solche. So Gildenwappen oder sowas nenne ich jetzt mal. Und so Emotes. Hier oben übrigens, das ist Minsk. Einer der Charaktere aus Baldur's Gate 1 und 2. Das könnte Yahera sein. Die kommt auch aus Baldur's Gate 1 und 2. Bei den anderen weiß ich es gerade nicht. Aber ganz süß. Dann haben wir, genau wie bei Final Fantasy, eine Stoffkarte des Spiels. Es ist übrigens auch bei Baldur's Gate so, dass wir es hier nicht mit einer Open World zu tun haben, also nicht klassisch. Und diese Karte ist so aufgemacht, wie ich sie aus Baldur's Gate 2 und Co. kenne. Da hatte man dann auch so eine Landkarte und in der Landkarte dann halt so Icons von so Orten, die interessant sein könnten. Und das war genau so aufgemacht. Und wahrscheinlich wird das im Spiel dann auch genau so sein. Habt ihr es jetzt ganz gesehen? Ich hoffe ja. Im Spiel wird es dann wahrscheinlich ähnlich gemacht sein, keine Ahnung, es ist ja wohl in 3 Akte unterteilt. Und wie gesagt, das Spiel hat einen gigantischen Umfang von hunderten Stunden. Und es wird wohl keinen Spieler geben auf der gesamten Welt, der jemals alles von diesem Spiel sehen wird. Weil es irgendwie Zwischensequenzen insgesamt von mehreren hundert Stunden haben soll oder so, oder 170 Stunden, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und alleine das ist ja schon völlig verrückt. Das habe ich noch von keinem Spiel gehört, solche Zahlen. Und da deswegen glaube ich auch nicht, dass irgendwer das Spiel komplett mit allen Inhalten und allen Entscheidungen, die da möglich sind, sehen wird. Wird keiner. Ja? Und das ist ja ein Spiel, wo diese Entscheidungen offenbar wirklich auch einen Unterschied machen. Und wo sie wirklich das Spiel verändern. So. Hier ist auch eine Statue dabei. Die muss man aber offensichtlich auch noch irgendwie aufbauen, so ein bisschen. Keine Ahnung.
Was ich ja sehr geil finde und was ich bei den anderen Collector's Editions jetzt vermisst habe so ein bisschen, ist Artwork. Ein Artbook von Baldur's Gate 3. Das ist hier nicht einfach nur Plan, sondern das sind auch so leicht herausgestochene Applikationen. Erhaben, fühlt sich sehr geil an. Und hier sehen wir dann halt auch wieder das gleiche Artwork, was wir auf der Box gesehen haben. Hier, das ist einfach Gold. Also sehr hochwertig. Artwork from Baldur's Gate. Contents. Da ist dann da irgendwie alles dabei. Über Charaktere, Locations, Monsters and Creatures, Armor and Clothing, Weaponry. Also es ist auf Englisch. Aber das ist auch vollkommen okay. Ja, und da sieht man dann hier zu den Charakteren so ein bisschen was. Also das ist sehr, sehr hochwertig gestaltet auf jeden Fall. Sehr, sehr geil gemacht. Locations hier. Ich will dann jetzt natürlich nicht zu genau reingucken, weil man sich da dann auch auf eine gewisse Art und Weise spoilert. Hier hat man dann auch Kreaturen, gegen die man kämpft. Die Untoten und so weiter und so fort. Es ist schon Wahnsinn. Es ist wirklich schon Wahnsinn. Hier sehen wir so ein paar Ausrüstungsgegenstände. Lege ich mir auf meinen Nachtschrank und irgendwann werde ich es mir anschauen. Und ich werde der glücklichste Mensch auf Erden sein wahrscheinlich. So, dann haben wir 3 Booster Packs mit jeweils 15 Karten für das Spiel Magic the Gathering. Das war ja, glaube ich, so das erste Fantasy Trading Card Game. Und das ist die Edition Dungeons and Dragons Battle for Baldur's Gate Set Booster. Wie gesagt, das sind dann 45 Karten. Vielleicht ist was Wertvolles dabei und ich hole den Preis der Collector's Edition wieder rein. Ich weiß es nicht, vielleicht lasse ich sie auch zu. Keine Ahnung, weil ich spiele Magic the Gathering nicht. Ich spiele aktuell jetzt wieder neu ein anderes Trading Card Game. Aber Magic the Gathering nicht. Deswegen weiß ich da jetzt nicht. Aufmachen, zulassen. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr sinnvoll findet. Ja, und dann kommen wir zum Herzstück der Box. Neben dem Spiel natürlich. Übrigens das Spiel, ihr habt ja jetzt bisher keine Spielhülle gesehen. Soweit ich weiß, ist das Spiel vorab als Download. Habe ich das irgendwie bekommen? Genau, ich habe den Key schon gekriegt. So ist es. So. Hier ist eine Statue dabei. Und die Statue muss sich offenbar erstmal noch so ein bisschen zusammensetzen. Was ich jetzt auch mal tun werde. So, und nun bin ich bereit. Tatsächlich waren da noch ein bisschen mehr Kram drin. Und zwar ein 20-seitiger Metallwürfel, der wirklich was wiegt und wirklich cool ist, wenn man dann so seine Pen-and-Paper-Sessions hat. Dann kann man damit ein bisschen rumwürfeln. Wie praktisch der jetzt wirklich ist, weiß ich nicht, weil man darf nicht vergessen, dass hier zum Beispiel, das ist zum Beispiel keine Zahl. So, man will eigentlich hier nur Zahlen haben und hier vorne ist auch keine. Das eine wird wahrscheinlich die 20 sein, die habe ich dann nämlich hier jetzt bisher nicht gesehen. Ne, die habe ich nicht gesehen, dann ist das eine auf jeden Fall eine 20 und das andere wahrscheinlich eine 1. So nach dem Motto, das ist gut und das ist schlecht. Irgendwie so. Vermute ich jetzt mal. Und dann haben wir hier noch einen Schlüsselanhänger drin. Das ist keine Kackwurst, sondern das ist eines dieser Larvenviecher, die sich in sich reinsetzen, damit man zu einem Gedankenschinder wird nach und nach. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich an meinen Schlüssel machen will. Man erkennt es natürlich auch nicht wirklich, wenn man nicht gerade weiß, was es ist. Aber es ist trotzdem cool, dass da jede Menge Zeug dabei ist für das Geld. So, und dann haben wir hier die Statue, die auch sehr schön gemacht ist. Und zwar haben wir hier, wie ihr sehen könnt, einen Gedankenschinder, der gegen einen Dunkelelfen kämpft da unten.
Und es ist von den Details her auch sehr schön. Es ist gut bemalt, also sogar der Dunkelelf, da sieht man die Augen da unten. Der Gedankenschinder, dem guckt Hirn an der Seite heraus. Hier sind noch so ein paar Höhlenpilze. Hier ist ein Schwert, das da noch im Boden steckt. Ein schönes Diorama auf jeden Fall. Wirklich nice. Ja, jetzt muss ich hier erstmal aufräumen. Das Wohnzimmer sieht aus wie ein Schlachtfeld. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin begeistert von den Collector's Editions. Meine Rangfolge wäre Platz 1 Baldur's Gate, Platz 2 Final Fantasy und Platz 3 Starfield, wobei das auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie jetzt die Uhr ist. Das kann ich noch nicht abschätzen. Sammelt ihr Collector's Editions? Wenn ja, was war die letzte, die ihr euch so geholt habt? Was war die coolste, die ihr euch hier geholt habt? Und wir werden dann sehen in Zukunft, was uns noch erwarten wird hier auf diesem Kanal, welche dieser Spiele wir spielen werden, wann wir sie spielen werden, ich kann es nicht einschätzen. Danke auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt und beim nächsten Mal bei Irregular Valdis sehen wir irgendwas anderes. Mir fällt schon was ein. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure. Die Abenteurer bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht endlich wieder weiter mit Irregular Valdis. Auch in dieser Folge werden wir mal wieder eine Collector's Edition auspacken. Es ist schon wieder soweit. Ihr wisst ja, ich bin ein Liebhaber von Sammelgegenständen aller Art, die irgendwie mit Gaming zu tun haben. Und meistens ist in den Collector's Editions, die ich mir so besorge, ja irgendeine Art von Figur dabei. Man erkennt es an meinem Hintergrund ein wenig. Ich habe vielleicht ein paar davon schon gesammelt. In Zukunft werde ich ja vielleicht irgendwann auch mal diese Wohnung verlassen und habe dann einen Ort, wo ich etwas mehr Platz habe. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir so eine wirklich schöne, große Figurensammlung oder so einen Nerdraum, so einen Gaming-Room haben, der halt mit all den schönen Sachen zugestellt ist, die ich so im Laufe meiner Gaming-Laufbahn irgendwie mir angeeignet habe. Das Spiel, was wir heute auspacken, ist vor einiger Zeit rausgekommen. Ich bin ein Fan davon, habe allerdings da noch nicht so viel Spielerfahrung mit, aber ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Ich versuche mal, das hier ein bisschen hochzuwuchten. Ich habe das wieder mit meinem provisorischen Aufbau hier gemacht. Und hoffe, dass es dann am Ende irgendwie hinhaut. Das einzig Nervige ist eigentlich immer, dass der Laptop leider so ein bisschen wackelt. Immer. Und dass das Bild dann manchmal so ein bisschen, ja, da sieht man's. Dass das Bild dann so ein bisschen übertrieben aussieht, als hätte ich hier ein Erdbeben und wäre in Japan oder so. Also, was packen wir heute aus? Wir packen aus die... ganz schön schwer, das Ding. Die Marvel's Spider-Man 2 Collector's Edition, die tatsächlich relativ rechteckig gestaltet ist. Also ich kenne die Formen von Collector's Editions eigentlich anders. Diese hier sieht jetzt so aus. Wir sehen vorne Peter Parker und Miles Morales, die Protagonisten der Vorgängerspiele. Denn Marvel Spider-Man 2 ist, wie der Name es schon sagt, natürlich der zweite Teil einer Reihe, die auf PlayStation rausgekommen ist und von Insomniac Games entwickelt wurde. Es gab allerdings auch noch eine Erweiterung, sage ich jetzt mal, wo man Miles Morales gespielt hat. Und im zweiten Teil ist es wohl so, dass beide Protagonisten aufeinandertreffen. Ich habe, wie gesagt, den ersten Teil tatsächlich nicht gespielt. Ich habe aber sowohl den ersten Teil als auch das Miles Morales Spiel gekauft und hoffe irgendwann mal, das tatsächlich auch Let's Playen zu können. Denn ich bin ein großer Spider-Man-Fan und ich bin auch ein großer Marvel-Fan. Insofern wäre das ja eigentlich ganz cool. Ich werde mal eben gucken, ob ich vielleicht das noch ein bisschen umbaue hier, so. Dass man dann wenigstens die Collector's Edition bzw. die Inhalte ein wenig besser sieht. Das Spiel scheint sehr, sehr gut geworden zu sein. Und es wurde auch sehr, sehr häufig gekauft. Wir drehen jetzt mal eben die Box um. Dann könnt ihr euch nochmal im Detail angucken. Da geht auch das Shaken schon los. Let's shake it, baby! Dann könnt ihr euch ein bisschen angucken, was in der Box drin ist. Genau, wir haben natürlich hier ein Steelbook, ne, wie immer. Wir haben eine ziemlich coole Statue, die auch recht groß ist. Und allerhand Download-Content. Ich kann das dann nochmal so ein bisschen vorlesen hier, damit ihr da Bescheid wisst. Also es ist ein Steelbook drin. Es ist natürlich das vollwertige Spiel mit drin, das wundert auch nicht. Es ist diese große Statue mit drin. Und wir haben Vorbesteller-Boni, drei Fertigkeitspunkte mehr zum Beispiel. Mehrere Gadgets und mehrere Anzüge. Wir haben auch den digitalen Soundtrack, so wie es aussieht. Und ja, das ist doch schon ziemlich nett.
Vor allen Dingen hat es mir die Statue natürlich angetan. Ich habe gerade schon erklärt, warum ich da ein großer Freund von bin. Und die Statue soll halt, wie gesagt, auch recht groß sein. Irgendwas von 48 cm oder so. Also wir werden es gleich mal sehen. Ich werde jetzt mal versuchen, das hier so ein bisschen zu öffnen. Die sind ja immer relativ gut geschützt, damit halt keiner da irgendwas rausklauen kann oder so, ohne die komplette Box zu zerfetzen. Wir wollen keine Schäden an ihr hinterlassen. Ich habe die übrigens auch zu einem humanen Preis gekriegt. Das heißt, ich habe sie tatsächlich beim Hersteller vorbestellen können, ohne da jetzt groß auf Scalper angewiesen zu sein. Das ist ja meine Hasssituation eigentlich. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon erwähnt hatte. An manche Collector's Editions kommt man nur noch schwer ran, wenn man nicht gerade irgendwie arbeitslos ist und die Shops campt, wo das vorbestellbar sein soll. Oder sie extra dafür freinehmen muss oder so. Und meine Arbeitszeiten, das passt halt hinten und vorne damit nicht. So, aber jetzt haben wir mal die Box geöffnet und ziehen jetzt wahrscheinlich so eine innere Box noch mit raus. Um an die Inhalte zu kommen. Okay, das klappt nicht. Vielleicht klappt das so, wenn wir es ein bisschen kippen. Da kommt sie langsam raus. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie ich den Karton ausstellen soll, weil der ist halt so. Der ist halt so. So lang. Kenn ich gar nicht sowas. Nein, das ist halt ein bisschen schwierig. Also, ist wie so ein Tetris-Stein ist der ja quasi geformt. Vielleicht können wir Tetris spielen irgendwann mal mit den anderen Collector's Editions und dieser Collector's Edition. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Den Umkarton legen wir jetzt mal eben hier zur Seite und dann haben wir diese schicke Box. Hier sehen wir das Spider-Man-Logo. Zumindest das Logo, wie es in diesem Spiel ist. Es gibt ja durchaus dann auch andere Logos. Logi. So, dann können wir das offensichtlich einfach hochheben. Upsa. Das legen wir auch mal beiseite und finden hier halt jetzt mehrere Sachen vor. Okay. Wir haben hier einmal eine Aufbauanleitung der Figur. Na, wir sehen da halt im Spiel Venom, beziehungsweise auf der Statue Venom, der gegen Miles und Peter kämpft. Venom, der ja schon länger als Gegner angekündigt war, dieses zweiten Spiels. Erst hat man, glaube ich, Kraven größtenteils gesehen, aber es war ja auch, oder es ist wohl so, dass mehrere Feinde in einem Spiel abgehandelt werden. Das ist ja in Spider-Man 1 wohl auch so gewesen. Ja, wir haben hier das Steelbook, sehr nett gestaltet auf jeden Fall. Wir haben hier vorne Venom, wie er gegen Peter und Miles halt kämpft. Auf der Rückseite sehen wir wahrscheinlich irgendeine Art von New York-Impression. Kann man jetzt nicht ganz so gut sehen. Hier unten ist ein Code drauf, deswegen, oder eine Nummer, die will ich jetzt nicht zeigen. Ja, und dann haben wir das Innere des Steelbooks. Dann nehme ich jetzt mal eben die Download-Content-Sachen raus. Da ist dann auch wieder hier das Spinnensymbol und keine Disc. Das ist halt, wie gesagt, besonders nervig. Mittlerweile ist es fast alles ja nur noch digital. Ich habe das ja auch schon mal erwähnt. Also ich habe die Digital Deluxe Edition, die quasi bei der Collector's Edition mit inkludiert ist. Und dazu gehört halt der Download-Content, der ganze, also dieses ganze Zusatzkram-Zeug und halt das Spiel an sich. Wie gesagt, ich verstehe das mit den Steelbooks nicht so ganz, wenn da eh keine CD bei ist. Das muss mir irgendwann vielleicht nochmal jemand erklären. Ich kann es nicht verstehen. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen Schutz für das, was darunter liegt. Nämlich eine echt coole und wirklich große Figur. Die macht auch wirklich was her. Müssen wir mal gucken, was wir hier noch so alles drin haben. Okay. Ah, der muss... Damit... ich weiß gerade, was ich da ausgedrückt habe. Ich dachte erst so, hä? Was soll denn das sein? Aber das ist, um Peter an Venom zu befestigen. So, jetzt nehmen wir das mal alles hier beiseite. Jetzt haben wir diese wirklich große Statue. Also, das ist mit die größte, die ich tatsächlich in einer Collector's Edition drin hatte.
Der coole Sockel hier. Mit so Teile des Venom-Anzugs, beziehungsweise er ist ja ein Symbiont. Er sieht halt immer aus wie so ganz komischer Wackelpudding oder so, keine Ahnung. Also die Statue ist wirklich cool gemacht. Also hier sieht man dann Miles. Hier sieht man Venom. Wirklich große Statue, mein Gott. Ich bin ganz überrascht, dass sie so groß ist. Ja, dann haben wir hier Peter. Ne, den können wir uns jetzt, weiß ich nicht, auf einen Blumentopf stellen oder sowas. Oder man macht halt Folgendes. Wir haben hier wohl so ein Gestänge, was eines seiner Spinnennetze sein soll. Hier. Und laut der Aufbauanleitung soll man das quasi einfach in Venom reinstecken. Und hier in Peters Hand kommt dann der andere Teil. Kann man das auf verschiedene Weisen reinstecken? Ne, wahrscheinlich nicht. So. Und schon hält das. Ja, genauso soll es auch aussehen. Ja, dann haben wir Peter gegen... Oder Peter und Miles gegen Venom. Nett. Würde ich sagen. Stelle ich mir auf jeden Fall irgendwo prominent hin. Jetzt erstmal hier. So. Ja, und damit war es das im Prinzip auch schon für dieses Unboxing. Wie gesagt, da ist wirklich das Herzstück diese Statue, die sehr groß ist. Anders als bei anderen Collector's Editions auch ein bisschen größer. Um quasi zu rechtfertigen, dass da sonst nicht viel anderes Zeug drin ist. Ich bin froh, dass ich sie gekriegt habe. Wie gesagt, ich bin ein Spider-Man-Fan. Und könnte mir vorstellen, dass die Spiele mir auch sehr gut gefallen, aber ich kam bisher einfach nicht dazu, sie zu spielen. Was mich zum nächsten Punkt bringt, eine kleine Sache, die wir noch ansprechen können. In diesem Jahr habe ich weniger definitiv geschafft, als ich eigentlich gehofft hatte. Wir hingen jetzt relativ lange fest, auch an Diablo 4 und Hogwarts Legacy. Diablo 4 und Hogwarts Legacy waren jetzt auf meinem Kanal auch nicht wirklich so Erfolgsgaranten. Also sie hatten relativ wenige Views. Das war nicht so das, was euch interessiert hat. Da haben relativ wenige zugeschaut. Und man hat das halt gerade im Vergleich mit Divine Divinity wieder gesehen, wie viele Leute dann doch noch Videos von mir gucken würden. Nämlich, also das erste Video wurde irgendwie über 1000 Mal geklickt von Divine Divinity. Und alle nachfolgenden mindestens 100 Views, was ich schon echt krass finde. Und der Anfang des Projekts auch so von 300 Views und so, also so wie ich es von ganz, ganz früher kenne. Das heißt, dass es nicht daran liegt, dass es nicht genügend Leute geben würde, die meine Videos gucken wollen, sondern einfach, dass die Spieleauswahl vielleicht nicht immer so die beste war. Und das ist tatsächlich so ein kleines Problem, vor dem ich jetzt stehe und wo ich noch nicht weiß, wie ich es lösen soll, denn die Tatsache ist nun mal die, dass ich eigentlich wirklich nur noch auf meinem Kanal spiele. Also ich spiele nichts privat mehr. Also dieser Kanal ist ja auch privat in dem Sinne. Wobei es öffentlich privat ist. Also ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Aber abseits davon habe ich keine Zeit mehr für weitere Gaming-Sessions. Leider. Dafür habe ich mittlerweile zu viele andere Dinge, die meine Aufmerksamkeit erfordern. Vor allen Dingen die Arbeit nimmt mich sehr ein. Und vor allen Dingen jetzt ja auch zum Ende des Jahres mit dem Weihnachtsgeschäft und so. Da ist wirklich vieles, um das ich mich kümmern muss. Und deswegen ist abseits des Kanals eigentlich kein Spielen mehr für mich möglich. Was wiederum ja bedeutet, dass wenn ich ein Spiel spielen will, ich da Bock drauf habe, weil es mich anspricht, dann muss ich es auf dem Kanal spielen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, das zu realisieren. Und die Spiele, die ich spielen will und die ich nicht spielen konnte die letzten Jahre, die häufen sich auch immer weiter an. Und da sind wirklich auch einige Hochkaräter dabei. Aber ich komme halt einfach nicht dazu. Und das ist das Problem. Auf der einen Seite will ich diese neueren Spiele spielen, weil sie mich interessieren. Auf der anderen Seite scheinen sie euch nicht zu interessieren, beziehungsweise ihr guckt sie eher bei anderen Let's Playern. Was dann dazu führt, dass die Views niedrig sind, obwohl sie höher sein könnten, beziehungsweise ich mehr Leute von euch ansprechen könnte. Also die Spieleauswahl müsste theoretisch eine andere sein. Ich werde immer mal wieder versuchen, jetzt mehr die Balance zu finden zwischen auch älteren Projekten, die euch offenbar ja mehr ansprechen, und neueren Sachen. Ich hatte ja eine ganze Zeit lang wirklich fast nur neuere Sachen gespielt und werde da jetzt immer mal wieder auch sowas Älteres oder auch Kürzeres einstreuen, damit ich halt mal zu irgendwas komme. Das ist nämlich sonst wirklich schwer möglich. Also wenn man sich halt ansieht, wie lange ein Diablo 4 oder ein Hogwarts Legacy so ein Let's Play Slot belegen,
dann reden wir hier von einem Dreivierteljahr teilweise. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders, dass ich den Großteil von euch ein Dreivierteljahr lang mit einem Projekt quäle, das euch eigentlich gar nicht interessiert. Ne? Also das hilft ja weder mir noch euch. Deswegen ist der Jahresplan, den ich hatte, also das Video kennt ihr ja, das war ja ein vorheriges Weekly Waldes, wo es darum geht, was ist eigentlich unser Plan für die aktuelle Generation. Deswegen ist dieser Plan natürlich jetzt auch nicht ganz aufgegangen. Generell ist dieser Plan sowieso immer so zu verstehen, dass wir die Projekte, die ich aufliste, in diesem Jahr anfangen. Nicht unbedingt, dass wir sie beenden, aber dass wir sie zumindest angehen. Die großen Sachen habe ich tatsächlich ja angefangen, aber die kleineren Projekte sind jetzt teilweise unter den Tisch gefallen. Das tut mir auch leid, aber wir werden wahrscheinlich irgendwie, also wir werden sie nachholen. Wir werden eine Möglichkeit finden und wir werden im nächsten Jahr dann werde ich den Plan vielleicht nochmal anders überdenken oder dass ich eher kleiner plane und mir dann selbst vielleicht auch nicht so viel Stress mache, wobei Stress eigentlich das falsche Wort ist. Dafür nehme ich das Ganze jetzt auch nicht mehr so verbissen wahr, wie es halt früher war. Da hatte ich ja wirklich große Ambitionen immer und wollte die unbedingt schaffen und jetzt ist es eigentlich wirklich nur noch Fun, um das es hier geht. Und ich habe auch viel Spaß an den Projekten gehabt. Auch wenn sie jetzt weniger Views vielleicht hatten, also Diablo 4 und Hogwarts Legacy haben mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin gespannt, was da noch in Zukunft passieren soll. Bei Diablo 4 erwartet uns wahrscheinlich eine Erweiterung. Nächstes Jahr vermutlich schon. Ich nehme an, auf der BlizzCon werden sie das ankündigen. Oder haben es zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video hochlade, wahrscheinlich schon angekündigt. Und die und Hogwarts Legacy wird einen zweiten Teil bekommen. Das Spiel hat sich wahnsinnig gut verkauft und man muss ja dazu sagen, es ist auch ein wahnsinnig gutes Spiel geworden. Also ich war von der Qualität ganz überrascht und würde hier auch von einem herausragenden Spiel reden. Ja, und mal gucken, was dann noch so passiert. Also Pläne habe ich auf jeden Fall genug. Spiele, die ich spielen will, habe ich auf jeden Fall auch genug. Wir müssen mal zusehen, dass wir in nächster Zeit auch mal so unsere Reihen beenden, sage ich jetzt mal, wo noch ein paar Spiele ausstehen. Ich denke da halt an zum Beispiel Dragon Age. Ich denke da zum Beispiel an einen Command & Conquer, wo wir noch ein paar Teile spielen wollen. Ich denke da beispielsweise auch an einen Wargroove, wo jetzt ein zweiter Teil rausgekommen ist. Ich denke da auch an einen Uncharted, wo wir immer noch einen Hauptteil spielen müssen und einen Add-on sozusagen, wo es dann nicht mehr um Nathan Drake geht, sondern um andere Charaktere. Und ja, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall noch genügend Luft, genügend Lust vor allem, und genügend Material, um euch theoretisch für viele weitere Jahre zu unterhalten. Sehen wir mal, was da noch kommt. Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Video hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Mir ist es lieber, ich mache so kleine Videos, die dann vielleicht regelmäßiger mal kommen, als jetzt diese langen Brecher, die mich dann irgendwie ewig lange in Beschlag nehmen. Gucken wir mal. Im nächsten Jahr wird wahrscheinlich vielleicht einiges mehr abgehen. Leider steht mein Umzug jetzt nächstes Jahr nicht mehr an, weil die Wohnung, für die ich mich interessiert habe, jetzt doch noch nicht fertig ist. Die soll erst 2025 dann fertig gebaut oder fertig saniert sein oder was auch immer. Also da habe ich meinen Plan für nächstes Jahr auf jeden Fall schon wieder mal ein bisschen anders gestalten müssen. Jetzt vor allen Dingen gedanklich. Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut. Ich wohne jetzt mittlerweile lang genug in dieser Wohnung hier und sie entspricht nicht mehr so meinen Vorstellungen. Aber gucken wir mal. Ich gehe frohen Mutes weiter voran. Ich hoffe, ihr schaltet bei den aktuellen Projekten ein, gebt ihnen eine Chance, schreibt vor allen Dingen auch Kommentare. Das ist mir immer ganz besonders wichtig. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem nächsten Irregular Waldes. Vielleicht dauert es jetzt nicht mehr ganz so lange bis zum nächsten. Mal sehen. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.